Das Innenleben. Ich glaube, dieser vierte Teil wird circa 2, 3, 4, 5, nicht Stunden, Monate dauern, denn das dauert so lange. Hier, das Innenleben habe ich so gewählt, dass ich hier meine Sägen rein kann, die Japan-Sägen, dann hier die Laubsäge, die diverse Bohrer, die ich hier brauche. Hier habe ich die Stifte herumliegen, so Klemmen brauche ich hin und wieder, die Hobel, Ziegelingen, Bleistifte. Also das, was man so an der Hobelbank braucht, habe ich hier alles hereingegeben. Habe hier die Stemmeisner und Streichmaß und so weiter. Für die Laden habe ich leider noch keinen Griff gefunden. Ich habe hier so wenig Luft, ich brauche was ganz Schmales, was ich so umklappen kann. Das ist jetzt hier das Schließblech, aber noch nicht fix montiert. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Im Grunde genommen ist er benutzbar, bis auf die Laden. Das ist etwas umständlich. Ich muss da jetzt immer so seitlich hineingreifen und ein bisschen bewegen und dann geht es heraus. Auf jeden Fall ist das jetzt so. Okay, ich soll dir den Kasten vorstellen. Bitte, ja. Okay, hier habe ich mit der Tischfräse eine lange Leiste gemacht und habe einen Falz gefräst. Und die habe ich mir dann heruntergeschnitten, quasi wie eine Wurst von einer Wurststange. Und habe mir hier Schnitte hineingemacht mit der Bandsäge. Und hier kann man die Winkel hinein. Falzfräsen funktioniert gleich wie die anderen Felze, die ich schon gefräst habe. Ich lasse euch hier jetzt nicht zusehen, sonst schlaft ihr mir ein. Dann sagt ihr, der macht immer dasselbe. Daher drehe ich jetzt die Kamera ab. Ich drehe sie wieder auf, wenn ich am Meer liege im Sand. Ha! Jetzt werde ich einmal hier den zweiten Winkel montieren. Jetzt werde ich das vorbohren. Ordentlich ausreiben. Hier ist es jetzt wichtig, ich will den zweiten ja hier so herausnehmen. Oder nimmt man ihn so heraus? Ich glaube so. Ja. Jetzt hier eine Schraube mal. Und dass ich gerade bin, werde ich hier den Winkelhaken anhalten. Schrägmaß. Wie befestige ich das am besten? Ich glaube, nur einen Dübel, oder? Nur einen Dübel mit einer kleinen Einkerbung. Genau. Das gefällt mir nicht, dass diese Schmiege hier immer so wackelt. Hier werde ich wahrscheinlich noch was machen. Hier, das ist auch von dieser abgefälzten Leiste. Also ausreiben. Hier kommt ein Dübel hinein. Oh, der ist zu groß. Dann bohre ich dieses Loch größer. Jetzt machen wir eine Kontrolle, ob das im Winkel ist. Ganz genau im Winkel. Perfekt. Und jetzt werde ich es hier auch noch rechtwinkelig abschneiden. Ganz genau im Winkel. Was brauche ich da für Schrauben? Das ist stark 15 und das sind 25 mm. Brauche ich 3,5 25er habe ich. Zuerst muss ich sowieso den 45 Grad Winkel. Jetzt habe ich mir einen größeren Bohrer geholt. Lass ihn verkehrt laufen, damit dieser Grat weggeht. Ja. Ja, das funktioniert sehr gut. Das werde ich jetzt zweimal vorbohren. So, jetzt werde ich hier die Schrauben hineingeben. Werde das richten, dass es parallel läuft. Die eine Schraube mal anschrauben. Und jetzt die zweite. Und das passt auch. Ist ja Wahnsinn. Das läuft wie geschmiert. So. Wie stelle ich den hin, diesen Teufel? Ich glaube, der wird einfach so drinnen stehen. So, jetzt werde ich schauen, wie ich die Sägen, da schaue ich im Internet nach, da gibt es viel so Werkzeugkästen, da kann man sich Ideen abschauen, wie andere Menschen diese Sägen hier montiert haben und das mache ich denen 1:1 nach. Hier, das hat zwar auch einen Falz bei den Sägen, da ist hinten eine Leiste mit 3x2 circa und vorne habe ich ein Brett, auch schon Restholz draufgeschraubt. So, da habe ich jetzt Leim raufgegeben. Das lassen wir jetzt eine Weile trocknen. Das hält den Sägengriff. Und oben kommt dieser Teil hin, den habe ich auch gerade eingespannt. Da gehen die Messer durch, also das Schwert der Säge. Das habe ich jetzt geschliffen. Das kommt so hier rein. Gehe ich noch ein wenig nach unten. Jetzt richte ich das wieder in den rechten Winkel. Und jetzt kommt
hier die Säge hinein und hier oben, das muss ich noch ausspannen und schleifen auch und dann vorbohren und dann kommt das hierher und wird die Sägen halten. So, und jetzt habe ich das nächste Teil oben, habe ich diese Leisten hineingeleimt als Abstandhalter. Jetzt werde ich das hier anschrauben. Jetzt habe ich es etwas schlauer gemacht als hier unten. Ich habe mir hier mit einer Zwinge geholfen. Ist ein viel schöneres Arbeiten. Jetzt hier noch den Winkel und anschrauben. So, jetzt kann ich hier das nächste und hier noch eins. Ich habe eine Freude. Unten ist das habe ich einfach verleimt, habe ich nicht gefräst. Und hier oben habe ich inzwischen immer Holzreste hineingeleimt, damit die Zähne nicht kaputt werden und dass es nicht umfallen kann. Und in 150 Jahren wird das circa so beschädigt sein von den Zahnspitzen, dass das kaputt ist. Und das muss ich dann alle 150 Jahre circa wechseln. Aber nicht nach 140 Jahren wechseln, das wäre Ressourcenverschwendung. Unbedingt 150 Jahre warten, wenn möglich. Wenn man zeitmäßig im Stress ist, kann man es alle 140 Jahre wechseln. Hier, das sind einfach 2x2 Leisten, die sind mir übergeblieben. Hier habe ich einfach mit der Langlochbohrmaschine Bohrungen gemacht, habe sie ausgerieben, damit es schön ausschaut. Und hier kann man diverses hineingeben. Hier habe ich die Bohrer einfach angeschraubt mit hinten einer Platte, damit ich das Dürl nicht zu stark beschädige. Und ein Abstand ist, also dass ich das schön nehmen kann. Stemmeisenhalter werde ich hier herinnen geben. Ja, die sind mir in den Dürlen zu gefährlich. Hier die Stemmeisenhalterung ist auch einfach ein Restholz, wo ich einfach Bohrungen gemacht habe. Und dann habe ich mit der Langlochbohrmaschine diese Schlitze gemacht. Also einfach einen kleineren Bohrer hineingegeben und habe das dann so gemacht, dass das hineinpasst. Das habe ich hier dasselbe gemacht. Hier habe ich mir diesen Staffel quasi zum Anzwingen, zum Anklemmen genommen. Wo ist das breiteste Stemmeisen, das ich habe? Das geht hier nicht durch. Da muss ich einen kleinen Spalt schneiden. Ich könnte das mit der Langlochbohrmaschine machen, genau. Werde einen kleinen Bohrer hineingeben. Das sollte jetzt noch genau mittig eingestellt sein, genau. Und jetzt bohre ich einmal links und einmal rechts. Und das schaut wirklich extrem professionell aus. Also ich komme vor, wie wenn ich jetzt ein hauptberuflicher Werkzeugschrankbauer wäre. Jetzt werde ich das hier ablängen und hier vorne noch etwas wegschneiden. Und dann bringe ich da auch das kleine Stemmeisen. Ja, alles geht hinein. Hier ist wieder so eine ausgenuttete Leiste, wo ich das auch hier so habe. Das ist einfach ausgenuttet für so eine Zinken-Anreißschablone. Im nächsten Abteil ist dann hier Zieglingen und hier unten habe ich ein Lineal hineingegeben. Das war einfach, da hatte ich zu viel Leisten und habe die noch hingeschraubt. Das nächste ist, jetzt will ich diese Zieglingen wo reingeben. Diese Zinkenanreißlehre oder Schablone oder wie man auch immer dazu sagt, diese Einstellmaschinen-Dings. Und auch, also vielleicht auch die Zinkensäge, dass ich die in eine Nut hineinstecke. Leisten wie hier, so mit einer Nut drinnen, sind super für Sägen hinein. Jetzt habe ich die Tischfräse eingestellt, werde dieses Teil hier durchlassen und werden eine Nut einfräsen. Also wir werden eine Nut einfräsen und ich habe die Maschine eingestellt. Eigentlich habe ich die Maschine eingestellt und ich fräse diese Nut durch. Ich glaube aber, es ist irgendwie besser für uns, wenn wir so ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen. Abschneiden werde ich das Ganze jetzt mit der Hand. Ich kann nicht so viel Maschinen benutzen. Es ist Sonntag und am Sonntag sollte es eher leise sein. Aber ich habe mir da so ein eigenes Gesetz gemacht. Alle 2 Stunden, 30 Sekunden Maschineneinsatz. An einem Sonntag kein Problem. Im Winkel abschneiden, das habe ich mir angerissen. Hier nach unten habe ich mir keinen Wagris gemacht. Ich will das mit dem Gefühl irgendwie so hinbekommen, dass ich im rechten Winkel schneide. Nächster Versuch. Ganz
ganz genau. Also Strich machen ist doch sinnvoll. Das werde ich mir hierher montieren, werde das aber jetzt auf die Seite noch geben und werde hier noch eine längere herunterschneiden für diese Säge. So, jetzt werde ich mir hier anreißen, wie weit ich hinein muss mit dem Schrauben. 15 mm und hier auch 15 mit einem 4 mm Bohrerbalg vor und die Schrauben sind 4x30, also dass der Schrauber hier locker herinnen ist. Man kann aber auch 3,5 vorbohren. Dann hält sich vom Schrauben das Gewinde natürlich hier auch an. So, das werde ich hier mit der breiteren Seite nach hinten. Ja, so kann ich es nehmen, glaube ich. So, und jetzt kann ich hier die Ziegelinge reingeben. Hier habe ich so ein L gemacht, wo der Schrupphobel, nicht Schrupphobel, Schweifhobel, für diesen, wie sagt man, Schweifhobel, keine Ahnung. Das ist definitiv ein Schweifhobel. So Rundungen, Bootsbau, glaube ich, oder Fasstauben aushobeln, wenn man das gemacht hat. Oder wenn man Schlitten gemacht hat, war das sicher im Einsatz, dieses Teil. Jetzt gibt es sowas, das ist, vielleicht hat sowas früher auch schon gegeben, ich weiß es nicht. Ich glaube, er heißt Schweifhobel. Ansonsten schreibt es bitte in die Kommentare, wie das wirklich heißt. Ich meine, ich könnte jetzt im Internet nachschauen, aber es ist ja schön, wenn ihr auch was schreiben könnt, dann ich freue mich immer, wenn ein Kommentar kommt, sagen wir es so. Und dann werde ich mir hier so ein L ausschneiden, wo ich das einhängen kann. Eine Halterung habe ich schon geschnitten. Hierzu habe ich mir das hier eingestellt. Mache ich einen Ritzer so und dieses Streichmaß habe ich mir so eingestellt. So. Wenn man Längsholz schneidet, immer eine Säge mit weniger Zähnen, also eine Säge für Längsholzschnitte. Beim Zinkenschneiden hat man eine feinere Säge, da muss man ja nicht großartig viel schneiden. Aber hier will ich jetzt 4 cm nach unten schneiden. Da werde ich mir, natürlich tue ich mir damit der leichter. So, jetzt spanne ich mir das so ein. Hier komme ich nicht ganz durch. Müsste ich die Hobelbank mitschneiden. Länge übernehmen. Immer kontrollieren. Vielleicht könnt ihr das hier sehen. Ich bin so 100% im Winkel und auch so. So, jetzt hat dieses Teil hier unten 3, dann gehe ich 15 mm hinauf, damit ich genug Fleisch habe. Sonst bricht das ja oder hält den Druck nicht aus. Vorbohren. Ah, übrigens, vielleicht hat von euch jemand Tipps. Ich kenne einen Menschen, der baut gerade ein Bett und das Bett ist 1,80 lang innen, also die Breite, und der Pfosten hat 1,75. Was kann man tun? Aber bis ihr die Antwort jetzt gegeben habt, denn dieses Video kommt ja nicht gleich online, hat er wahrscheinlich schon eine Maschine erfunden, eine Holzverlängerungsmaschine, und dann hat sich das sowieso wieder erübrigt. Jetzt habe ich 460er Schrauben. Da mache ich meinen Rieser so, dass ich weiß, da bin ich da. Und hier muss ich mir das überwinkeln mit der Innenkante. Und so sollte ich das jetzt hier herschrauben. Von oben noch kontrollieren. Passt. Passt. Vielleicht so. So, und wieder was drinnen. Hier nur ein Dübel oben für die Laubsäge. Den Schweifhobel, den sieht man ja sehr gut, wie du den Eichentisch gemacht hast. Das Projekt hast du aber noch nicht fertig geschnitten, Nadja. Aber den sieht man schon im Einsatz. Ja, trotzdem. Ich hoffe, das Video wird fertig, denn ich bin schon ganz gespannt, wie das weitergeht mit dem Tisch.
Du weißt ich habe es vergessen. Du weißt nicht, wie es ausgegangen Nein, ist. Nein, weil es schon so lange her ist. Ja, und hier unten hast du noch da hinter dem Holzhammer ja, versteckt. Ja, da habe ich unten, dass das dicke Stemmeisen, wo drinnen steckt, damit nichts passieren kann. Dass es nicht unstumpf wird, ne? Genau. Ja, da liegt klumpert. Was ist das? Hier Warum liegt da sowas? Verschiedene Bleistifte und so ein bisschen Cast. Das kommt später in die Schubladen. Ja, aber warum ist da sowas? Was soll das da? Warum ich das hier habe, dieses Abteil, das will ich eigentlich nicht verraten. Aha. Soll ich es verraten? Bitte, verrate es. Ich habe diese Teile, musst du hierher filmen, bei diesen Teilen habe ich die Lamellamaschine durch, also zu tief eingestellt gehabt und habe oben durchgefräst. Jetzt hat man oben die Ausfräsungen gesehen. Das hat man beim Teil 1, glaube ich, schon ein wenig gesehen, aber bei Teil 2. Ich habe gehofft, dass wir darüber einfach nicht reden. Jetzt hat die Nadja das natürlich gesagt. Und ich habe das dann so gelöst, dass ich oben einfach dieses kleine Podest aufgeleimt habe. Und wenn jemand fragt, hätte ich mir geplant, dass ich sage, das ist ein Podest zum Tanzen. Aber jetzt habe ich die ganze Wahrheit eigentlich heraus. Also es passieren einem laufend Fehler, durchgehen. Es ist selten, dass man was fehlerfrei macht. Ich habe einmal fehlerfrei was gemacht, da habe ich einen Papierflieger gefalten, der war fehlerfrei. Ansonsten besteht mein ganzes Leben aus Fehlern. Hier habe ich Bohrungen schräg gemacht. Das habe ich schräg in die Langlochbohrmaschine, dass die Bleistifte so nach vorne schauen, damit ich sie besser nehmen kann. Denn wenn sie so gerade wären, würde das etwas schlecht zu nehmen sein. Hier habe ich noch eine flache Leiste genommen und hinten auch Abstandhalter, damit ich hier auch noch Sägen hineingeben kann. Und bei den Hobeln oben sind einfach Restleisten. Die habe ich so hingeschraubt, dass die Hobeln halten. Den Putzhobel gibt man dann so hinein, einfach oben, und dann stellt man ihn unten auf diese Leiste auf und der kann nicht mehr herausfallen. In der Zwischenzeit habe ich jetzt diesen einen Hobel montiert. Den kann man so einhängen. Und jetzt werde ich den nächsten montieren. Das ist dieser Sims-Hobel. Also es gibt wirklich nichts Schöneres, als mit der Hand zu schneiden. Und es ist genau ganz exakt. Diese Ruhe, es ist ruhig. Kein Staub in Wirklichkeit, weil die Kreissägen, Kappsäge genauso, wirbelt das Ganze auf. Auch wenn man eine Absaugung hängen hat, ist das hier eine, das ist eine das ist quasi Kur, das ist eine Luftkur, was ich hier mache. Ich sitz daneben. So ist es lieb. Jetzt ist dieser Hobel hier drinnen, seitlich könnte der wegfallen. Da gebe ich diese Leiste jetzt hin. So ist es lieb. Der Ofen brennt. Eigentlich, wenn man im Internet schaut, haben alle hier eine Raubank. Auch original frühere Tischler hatten hier eine Raubank. Ich habe bis jetzt noch nie eine gebraucht. Und falls ich mal eine brauche, ich hänge sie mit einem Seil von der Decke. Ja, ja. Dann hier sieht man noch verschiedene Schließbleche. Ja. Denn ich wusste nicht genau, welches Schließblech ich hier nehmen soll. Und das ist das Schönste, glaube ich. Das ist schlicht und alt. Aha. Aber wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, dass ich hier noch keine Nägel habe, keine passenden. Und daher wird das noch nicht fixiert. Und hier habe ich verschiedene, die ich probiert habe, aber keines hat mir gefallen. Okay, willst du jetzt mal eine Lade öffnen? Die mittlere Lade ist ja leer, weil die bekommt man sonst gar nicht auf. Ja, weil ich keine Griff noch habe. Aber sie riecht sehr natürlich und schöne Zinkung, alles massiv. Super, oder? Wunderschön. Eine massive Lade. Und da drinnen, da hinten, da kann man, da ist ein Geheimversteck. Da kann man durchgreifen. Für die geheimen Dollarnoten. Da kann man zum Beispiel reinlegen, Alkoholiker könnten Wein darin verstecken, aber nicht viel, ein paar Tropfen Wein. Ein paar Tropfen. Für Drogensüchtige ist es besser, denn die bringen darin mehr unter, weil Drogen sind ja viel kleiner wie Alkohol. Kann man den Kasten schließen und hier auch schließen und dann sagt man, gute Nacht, schlaf gut. Vielleicht baut es der eine oder andere nach. Es ist wirklich, im Laufe dieses Projektes wird man handwerklich besser. Und immer so anfangen zu arbeiten, dass man diese Seiten, die man nicht sieht, an denen beginnt man, und die Seiten, die man sieht, eher zum Schluss hin, denn dann ist man handwerklich schon etwas besser und es wird jede Verbindung schöner und man kann dann später mal schauen und sieht, so habe ich früher gearbeitet und so habe ich 10 Jahre später gearbeitet, oder wenn man jetzt für diesen Schrank 10 Jahre braucht, für jede Verbindung 2,5 Jahre braucht quasi,
ist man, wenn man jetzt anfängt, ist man 10 Jahre später fertig. Also ich weiß wieder sehr viel. Ist das ein eigener Teil, dieses Video, oder was? Das ist der Teil 7. Teil 3, Teil 2, Teil 4. Kein Mensch weiß mehr, welcher Teil das ist. Für Teil 12. Hier ist auch noch ein Schließblech. Teil 12, Teil 13. Das hier. Ich wünsche euch viel Spaß bei Teil 2. Und dieser Teil 3 ist wirklich ein wunderschöner Teil. Und ich wünsche euch viel Spaß in diesem Teil 4. Ich hoffe, dieser Teil 5 hat euch sehr gefallen. Heute in diesem Teil 6 ging es um das Innenleben des Kassens. Also dieser Teil 7 war wirklich ein ganz besonderer Teil. Und ich hoffe, seid bei Teil 9 auch dabei. Denn das hier ist Teil 8. Ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns wieder, gefällt mir, drückt mir, abonniert, drückt mir und drückt wirklich gefällt mir. Das tut dem Herzen einfach gut. Ich sage danke, tschüss, Baba und vergesst mir nicht, Weihnachten ist heuer im Dezember. So ist es wohl. Wer da so is the sleep.